Okay. Wir nähern uns jetzt der Kreatur. Gott, hier gibt es unzählige Tunnel. Wie schreit das? Aha, ich hab da nicht getroffen. Ja, der hat mich umarmt, der Zombie, der hat mich ganz, ganz lieb. Also, komm jetzt hier schon in den Tentakel, aber... Hier, oh, ja, hinter dir. Oh, ich hab's gesehen. Ich hab's gefunden. Kommt sogar noch mehr. Aua. Opa, ey. So ein Opferklopfer. Raus. Scheiß Range. Lauter, lauf nicht auf mich zu. Dich, du Opfer. Ja, na, liegt es wieder. Ach, Schnauze! Nachladen. Verbindest du mich so gerne, oder was, doch? Das ist weg. Ja. Ich hab nur mit der Tech gespielt, aber mit der Tech bringt das ja nichts. Wo ist er? Ich werd immer von der Seite an. Was ist das denn jetzt? Willst du jetzt die ganze Zeit weiter um dieses Zeug? Ja, ja, du kannst ja nicht stehen bleiben. Also, die nächste. So, also. Ich hab schon gedacht, du musst weiter drauf schießen. Ja. Wo die Batterien sind, die sind in den Schrank gekommen. Hast du Batterien? You. Fertig. Nächste Horde kommt, nächster. Ne, kommt jetzt immer noch Horde danach, oder? Ja, immer, die ganze Zeit. Ich springe aber immer hier links runter. Fuck. Hier. Wer liegt denn da? Conny. Oh, mich hat hier einer. Links von euch. Ist weg. Also hat Schwind losgelassen. Zu deinem Glück bin ich Ärztin. Oh, danke. Pass auf dich auf. Du bist auch ein Fehler. Angriffssuche. Ah, brauch ich. Meine Augen brennen, ist das normal? Ja. Ja. Meine Augen brennen echt. Vorbei. Ja, das kommt durch die Säure, weißt du? Ach, Schnauzen. Sollte ich vielleicht meine Brille mal anziehen? Boah. Na, Quatsch. Wasser aus. Wow. Sorry, im Technikstudio kommt nicht. Fertig. X1. Hat mich halt jemand. Ja, ich komm noch nicht hin. Hab's. Sehr schön. Schnauze! Schnauze! Ach komm, ich glaub genau diese Säure rein, ich hab eh nur auf wenig Leben. Heil dich doch! Ich hab nichts zum Heilen. Ich hab nur Pickup. Ich glaub, ich brauch mal einen. Hast du keine Heilung, oder? Nein! Ich hab zwar von immer auf mich. Ronny, du siehst doch, wo der hinschlägt. Ich hab keine Munition mehr. Ja, ich bin aber zu langsam. Ich bin alt. Was ist mit der jetzt? Schild oder? Ja, wer hat's denn jetzt auf die Bühne? Denk an den Boomer, der gleich noch kommt. Boah. Ich kann immer noch keine Muni, korrekt. Was brauchst du denn für Munition? Die gleiche, die du. Ihr auch habt.
Nein. Bitte, denn Scheiß, ich bin runtergefallen. Ja, dann rein. Was machst du denn da unten? Komm mal mit, ne? Ich hab keine Munition. Ich war verbraucht. Munition. Ach, Junge, warum hab ich einen Hit? Achtung, Tentakel. Die Tentakel schießt man nicht ab, oder was? Nein, nein. Nur in den Mund. In den Mund auf die Blase. Wer ist jetzt? Achtung! Links in der Mitte! Links in der Mitte! Ach, ich bin down. Dann wo bist du? Links in dir! Voll Schmutz von dir! Ach, Junge! Ich weiß jetzt nicht, warum ich hier liege. Ich hab gar nichts getroffen. Kommt nach hier. Das ist ganz verstanden. Aber mich stört es. Schwachpunkt! In die Mitte kommen. In die Mitte kommen die Tentakel nicht, oder was? Nein, das variiert immer. Variiert. Ja, warum sagst du, wenn man in die Mitte kommt? Ja, weil es zweimal in der Mitte war. Und in der Mitte falsch ist. Das ist der freie Platz. So, jetzt heißt es. Munition Stop. Nehmen. Ach, ich hab schon wieder keine Munition bekommen. Oh, weil ja, ich. Ja, nein. Ich spiel einfach weiter Pistole. Machen wir jetzt? Da unten ist eine Kiste. Wir warten kurz. Ja, da oben ist auch Muni, ne? Was war das? Lass mich. Der scheißt ja irgendwas aus. Sehr dankbar. Jetzt schießen! Fuck. Was willst du denn von dir? Bist du hinterherlaufen, oder? Und jetzt musst du sterben! Yep. Ein Punkt ist hin. Ich weiß nicht, ob ihr den auf dem Rücken habt. Ich sehe keinen Punkt. Die sind ganz unten auf dem Boden. Da kommt gleich eine Stelle, hebt er den Po. Da kannst du dran. Die Sau. Oben ist auch kaputt. Ich habe auch irgendeinen Punkt kaputt gemacht. Irgendwie am Schwanz oder sowas. Am Schwanz? Ah, scheiße, ich bin fest. Hinter euch. Da bin ich wieder frei. Oh, jetzt lieg ich. Da hinter uns kommt vor dir, ne? Zum Heilen. Ach ja, warum sind die auf einmal so schnell? Bei mir. Wo ist hinter uns? Er ist down. Ich werde nicht mehr lang durchhalten können! Hast du nicht irgendwo gesagt, man hat hier unten Munition? Ja, hab ich nicht anscheinend gehört. Hier hab ich einen Molly. Bin tot. So, da kommt der letzte Punkt. Ich weiß nicht, wo ist er denn? Weißt du das schon? Nee. Ja, da unten. Das ist für mich. Schüsse zählen nicht. Wo? Da. Ja, da, aber die Schüsse zählen nicht. Oh, du bist aber gruselig.
Jetzt zählt er schon nicht. Jetzt zählt er. Hinter euch, hinter euch. Ja, das ist ein zweites. Dann starten wir es, bevor es so weit kommt. Komm, großer. Ja, ich bin hier. Ich hab aber nicht mehr viel. Sven liegt. Ja. Ist egal. Mach ein Blatt. Stieg ihn. Wo ist denn der Punkt? Unten. Unten drunter. Ganz weiter vorne. Eine schlechte Idee. Es sind noch ein paar Schüsse, dann hast du. Auf welcher Seite bist du? Wo ist er? Da ist er. Er hat erwischt. Er ist tot. Oder sagen wir in der nächsten Morphose. Ich glaube, er ist tot. Da ist er. Da ist er. 10 Minuten. Oh Mann! Nach dieser Sache kann ich ganz sicher nie wieder Nudeln essen. Wieso will er Nudeln essen, wenn er ein Monster sieht? Na los! Verschwinden wir von hier! Ja, raus hier! Na, raus hier! Komm schon! Micha, was machst du denn da? Sorry, was? Ja, Micha! Das ist ja wohl nix! Ah, das ist ja dreckig, kleiner Wandler! Ich wollte einfach nochmal Hallo sagen. Ach so? Hallo. Was für Scheiße! Was meinst du, wie viele von denen es da draußen noch gibt? Ich weiß es nicht, aber ich finde es noch raus. Lass den Macho-Scheiß. Oh. Jemand muss was unternehmen. Und dieser jemand bist du? Was macht dich denn so besonders? Na ihr. Ihr alle. Ich sage ja nicht, dass ich es allein mache, oder? Auf jeden! Warum haben wir denn beim letzten Mal nicht geschafft? Scheiße, hier kann man aber einfach. Auch echt nicht so glaube, dann drei waren. Müde waren. Ich zumindest. Ihr habt ja heute eine gute Stimmung. Müde? Ja, müde gesagt. Da große sind durch, ey. Doch, wir sind durch. Jetzt nochmal. Was ist denn das? Ich dachte, das sind 10 Minuten. Ich hatte nicht gelungen. Wer hat ja, das? Jede extra Story kostet extra Geld. Echt? Nein. Glaube ich nicht. Doch. Habt ihr nicht was vergessen? Ja, die hatten nur keine Zeit zu programmieren. Bridgetown. Die bezahlen mich immerhin. Steht das da schon? Ja, aber wenn nee, du kannst, sind, du kannst ja schon so einen Jahrespass kannst ja schon kaufen. Ein Jahrespass wofür? Gibt's, vier Akte oder was? Ja, für zusätzliche Story, zusätzliche Waffen, zusätzliche Charaktere. Und was kostet der Spaß? 120 Euro oder? 40. DLC ist immer günstiger. Nee, ist 40 Euro. 40 Euro. 40 Euro wollen die dafür. Haben die einen am Helm oder was? Ich finde den Preis jetzt schon für das Spiel, für das, was die da gekommen ist, zu wenig. Ja. Viel zu hoch. Ja, ist viel definitiv zu viel zu hoch. Viel zu hoch, ey. Ja, wir haben nur einfach den Fehler gemacht, wir haben es auf normal durchgespielt. Wir hätten es von vornherein auf schwer spielen sollen, dann hätten wir viel länger Hallo? Gebraucht. Wer hat denn die ganze Zeit gesagt, er möchte nicht? Ich habe gedacht, wir machen jetzt eine Stufe schwerer. Ja, logisch, machen wir das. Aber jetzt gehen wir ins Match, jetzt gehen wir in den gleichen Akt schon wieder rein, oder? Nein, ihr müsst einfach nochmal weitermachen. Ja, ich hab schon weiter. Ich hab bereit. Bei mir steht wartet. Ja, jetzt auch bei mir wartet. Wir sind jetzt im Hauptmenü wieder. Im Fort. Ja klar. Die ganze Zeit. Im Fort Payne. Stimmt, es ist orange. Ich hab eure Karten vernünftig gewählt. So, mein Schatz. Gut festhalten, denn jetzt geht's zur Sache. Fertig. Fertig? Jetzt muss ich noch Dings aussuchen. Wie heißt das eine Teil? Die Karte. Eine Karte. Deck. Deck. Deck? Okay. Deck mit der Dreck. Aus mit der Viecher. Warum schießt du eigentlich immer auf mich? Was habe ich dir getan? Ja, ich irgendwelche Waffen, die man mitnehmen kann.
Was soll das denn werden? Dann mach halt die Augen auf. Das ist ja ganz toll. Sorgen haben noch niemanden weitergebracht. Das lohnt sich nicht. Hier ist Hope One. Ja. Hört ihr mich? Ich brauche alle Cleaner im Bett. Aber das lohnt sich. Verstanden? Ja, Sir. Hope One, out. Hoffen wir, dass es noch ein Zuhause für uns gibt. Für mich ja. 100 Hammer. 200 Hammer. So, jetzt guck ich grad. Aber. Hat, ah, scheiße, ich kann das Dings nicht mitnehmen für uns. Weiß schon, was ich meine. Na dann, dann müssen wir erstmal so durch. Okay, go. Go, go. Wir sollten los. Jetzt kommen die von allen Ecken wieder. Ich passe jetzt hier oben auf den Zettel auf, ja? Glaub mir aber nix. Wir sollen ist einer. Könnte ich brauchen? Hier ist eine gute Pistole, falls jemand braucht. Was denn, der ist halt Eagle, dann nehme ich sie. Ich habe eine UMP. Ich würde mich brauchen, wenn das von auch passiert. Kommt ihr? Ja, so. Warte mal. Was denn? Ja, ich war doch noch gar nicht hier. Was denn sonst? Ich hab doch die ganze Zeit die Dings geguckt. Was? Das Video geguckt? Echt? Und hat es dich aufgeklärt? Oder hat einer schon die Waffe mitgenommen? Hier sind Waffen. Hier eine AK-47, eine Schrotgun und eine. Wir können uns heilen. Polly, die ganze Scheiße wieder. Ich bin doch noch gar nicht verletzt. Natürlich bist du schon verletzt. Oder so gut wie nicht. Du hast es geschafft. Ja, ich habe einen Mini-Strich. Kuckuck. Los jetzt! Hier ist eine. Kommt etwas Großes. Farmgewehr, Dirk. Was du willst. Mit aufsetzen. Kommt was Großes. Na los! Ja, das ist ganz groß. Ja, hier kommt das Große. Ich glaube, der kommt von hinten. Hey, der kommt zwei von vorne. Ich seh die, ja. Die stehen hier. Sein, wenn ich die Tür jetzt mache. Sehr gut. Komm, noch ein großer. Ich kenne nicht viel, was ohne Kopf gerennen kann. Abgesehen von Hühnern natürlich. Noch einer kommt, ne? Naja, das, ja, ja, kommt noch einer. Lade nach! Die Wünsche hat nur dabei. Lade nach. Sag wen anders. Opfer. Ach, das gibt's doch nicht. Bin ich denn heute ernst behindert oder was? Enthalte ich mich. Ach, danke. Sonst hättest du mir die Wahrheit ins Gesicht geschrien. Und heute, extra für die gute Stimmung im Team, hast du dich zurückgehalten. Vorbildhaft, danke. Was hast du bitte auch vor, Muni hier. Zu suchen? Was passiert, wenn ich hier runterfalle? Bist du tot. Keine Waffe für mich, Mann. Ich hab die Vektor gewechselt. Hier ist auch Muni, ne? Ich nehm's. So, seid ihr ready? Sieht so aus. Ja, ich bin ready. Einfach weitersuchen. Einfach suchen, einfach suchen. Oh, gibt's ja kein, meins. Nö. Euer diesmal? Nö. Ich hab Molly, ich werf den gleich zum Hauseingang. Ich komm, aber bis jetzt war es ja auch eigentlich ziemlich einfach. Also, ja. Im Gegensatz. Lass mal hören. Ja, wir haben uns bist das sicher, Spiel dass du gewöhnt. Umgestellt hast? Ja, auf jeden Fall. Guck mal nach rechts. Zwei. Ui. Einer guckt nach links. Da bei der Mauer kommen die auch hoch. Kommt ein großer jetzt? Zwei große? Okay, hier aus dem Fenster. Warum solltest du gerade so nicht ganz die Erde nach? Gib mir Kopfdeckung! Wieso lieg ich? Warum nicht? Na los, auf Hilfe! Ach, die haben mich gegen den Stacheldraht gedrückt, gegen meinen eigenen Stacheldraht. Du wirst nicht von einem Stacheldraht verletzt.
Ja, das kann ich mir halt nicht erklären. Ich habe auf einmal null. Er hält mich, der Penner. Hilfe! Okay, gleich Danke, Lumpi. Guck, du wirst nicht von einem Stachel verletzt. Ich hab mich schon, brauchst nicht. Ich hab schon einen, der kommt was. Danke, Doc. Oh, so eine Scheißwelt. Du brauchst nicht! Oh. Warum? Ich hab grad noch Tabletten geschluckt. Ja, die machen sich ja aber nicht voll. Nee, aber zumindest für eine Zeit lang. Olli, wenn er einer braucht, ne? Ja, wo ist Olli? Hat jemand einen Pick an? Nein, konnte man nicht kaufen. Ja, ich. Ja. Hinten in der Ecke ist eine geheime Tür. Ja. Das ist für mich. Nehme ich. Na, schau, Molly, nimm mal die Rohrbombe. Verband. Ich hab eine Rohrbombe. Oh, schon alles leer. Hier liegt noch ein Taser. Hey, hätte hier nicht eine Karte? Ich wollte das sagen. Irgendwo ist bei Ronny. Hey, ich hab hier was für euch. Deck mich. Hä, hey, ging das hier nicht rechts runter? Wenn er außen oben läuft, dann aus die Tür nicht aufzubrechen. Ich weiß, aber ich bin gern Macho. Macho nennt er das. Hier sind Vögel links. Hier ist ein Probenbehälter, ne? Kann den wer mitnehmen? Ja. Ich bin voll. Drogenbehälter. Ich hab doch gesagt, Ronny sollte nicht während des Zockens trinken. Ach, Entschuldigung. Muss das verarzten. Links müssen wir aufpassen, sind Vögel. Hab ich schon gesagt. Ja. Ist okay, hört nicht auf mich. Nicht schießen. Hallo meine Freunde und willkommen. Ich moderiere jetzt mal hier die letzte Folge von Back for Blood. Aus dem Off mal zu Ende. Das liegt einfach daran, dass wir uns relativ kurzfristig dazu entschieden haben, Back for Blood nur noch auf Twitch weiterlaufen zu lassen. Wir werden definitiv noch eine Weile den Schwierigkeitsgrad schwer da weiterspielen, wie ihr jetzt quasi hier gesehen habt schon mal als kleine Einstimmung für euch, damit ihr auch Grund habt mal zu Switch in den Players Level Kanal da rein zu klicken. Wie immer zum Ende eines jeden Let's Plays gehört natürlich unser Resümee zu Back for Blood. In dem Fall es gibt vielleicht in einen anderen da draußen, in den Vorgänger Left 4 Dead beziehungsweise Left 4 Dead 2 nicht kennen. Da wäre auf jeden Fall darauf hingewiesen, da mal reinzugucken. Gibt es sehr günstig zu bekommen und lohnt sich definitiv mehr als die 60 Euro in Back 4 Blood. Es gibt ja nur eine Storyline. Bei Left 4 Dead gibt es, glaube ich, inzwischen 8 oder 9 Storylines oder 10, glaube ich, sind das inzwischen, die es alle kostenlos gab. Hier ist eine Kiste. Es wurden zuerst die Storylines von Left 4 Dead 1 rüber transformiert, dann kamen noch ein paar zusätzliche dazu. Also Left 4 Dead 2 ist also recht umfangreich im Gegensatz zu Back 4 Blood und hat, als es neu war, trotzdem nur einen Bruchteil von dem gekostet, was Back 4 Blood kostet. Von daher meine uneingeschränkte Empfehlung an euch, Left 4 Dead 2 zu kaufen, anstatt Back 4 Blood. Der Grund liegt ganz einfach da drin. Zwar hat Back 4 Blood eine insgesamt erstklassige Grafik, ist aber spielerisch im Prinzip fast gar nicht verändert zu dem Left 4 Dead 2 Feeling. Ganz im Gegenteil. Dadurch, dass es am Ende keine Spielstatistik gibt, das heißt, man hat keine vergleichende Statistik zwischen den vier Spielern, kann man überhaupt nicht beurteilen, wie gut hat man denn jetzt selber gespielt im Verhältnis zu den anderen, was natürlich diesen Wettbewerbsfeeling einfach fehlen lässt. Da fehlt natürlich dadurch ein ganzes Stück der Atmosphäre. Dadurch, dass es nur eine Storyline gibt, hat man auch quasi gar keine Abwechslung. Das heißt, man kann nicht hingehen und sagen, so, jetzt spiele ich eben an der Story mal weiter oder so, jetzt spiele ich an der Story mal weiter, sondern man ist gebunden, diese eine Story zu spielen.
Und das natürlich den Spielspaß sehr drosselt. Dieses Lager, was man am Anfang besucht, ist einfach eine schöne Oberfläche und hat in Wirklichkeit überhaupt keine Funktion. Das hätte man genauso gut weglassen können. Da wird einem vorgegaukelt, dass das Ganze so einen Division 2-Touch bekommen hätte. Hat es aber eigentlich gar nicht. Also, man muss wirklich sagen, zum Resümee, Back for Blood, aus meiner Sicht, kauft es euch nicht. Schönes Spiel, aber wenn man jetzt nicht unbedingt auf High-End-Grafik Wert legt, dann kauft euch lieber Left 4 Dead 2, da habt ihr mehr von, oder eben World War Z, was, glaube ich, die Hälfte kostet, das neue, das Aftermath, und das spielt sich genauso. Also, es gibt keinen echten Grund, hier diese 60 Euro auszugeben, und es reicht keinen Grund, dann auch noch 40 Euro für den Jahrespass auszugeben, für den man zusätzliche Inhalte dann irgendwie kriegt. Ich weiß nicht, was die DLCs da mal kosten werden, aber da das ganze Spiel ja recht rennt, gehe ich mal davon aus, dass die DLCs dann auch noch 20 Euro kosten werden. Also ist total überteuert. Also Finger weg ist meine Empfehlung. Und ja, ich danke euch fürs Zusehen. Wir enden hier mit das Let's Play. Am Morgen gibt es die Folgen, die in der Mitte irgendwo fehlen, weil er ist jetzt nachträglich in der Schwierigkeitsstufe schwer aufnehmen, und zwischendurch gibt es auch noch das Ende von Miscreated. Also ich danke euch, bis dann. Tschüss. Keine Ahnung. Siehst du doch. Sehen wir noch. Wenn ich das...